Oh, hey, das war also heute schon ein Blitz in mich eingeschlagen und im Face auch. Also echt? Ja. Ja, Mann. Deswegen unwahrscheinlich ist das jetzt nicht. Es gibt ja echt geisteskranke Wesen. Wir haben heute schon echt viele Mobs weggeslayed. Slay Queen! Ups. Ist es weg? Auf wen warten wir eigentlich? Eigentlich auf Kelvin, aber naja. Weil er hat eigentlich die Uhrzeit festgelegt und meinte so, ja, 21 Uhr schaffe ich safe. 20 Uhr ist mir zu früh. Hat echt gut geklappt. Der Junge ist auf jeden Fall am Start. Ich bin mal kurz weg, ich mach mal eben ein Audio. Viel Glück. Ich würde sagen, wir haben jetzt gerade echt die passende Musik für diese Szene. Aber ich hätte nicht erwartet, dass Leute einfach random in den Stream reinkommen und rumbeleidigen. Auch lustig. Was war denn das? Das war mein Horn. Das ist mein Horn. Tauschen wir? Wie viel hast du? Einfach Dämon her. Zwei Hörner und eine Muschel. Hat schon irgendjemand die Bunny-Slipper gefunden? Jo, hab sie an. Oha. Du hast nicht zufällig noch ein paar? Leider nicht. Schade. Weil die würde ich echt voll gerne haben, oder? Die will irgendwie jeder haben. Ja, wo findet ihr da die ganzen Dings? In Dörfern. Und Dörfer, ja genau, hier bei diesen Villager-Dörfern da. Genau. Okay, ich glaube, ich muss los. Rudi muss los. Denn ich bin voll auf. Gut. Oha, Junge, was für ein bassiges Ding. Null, Trist, Who? Hä? Junge, wo hast du die ganzen Hörner her? Hab ich auch schon gesagt, will ich auch haben. Brain hat doch diese verbarrikadierte Dingens da bei sich. Da hab ich die gesnackt. Das Vor, genau. Ach so. Und halt aus Kisten, ne? Ich habe erstmal genug von Kisten, meine ganzen Rucksäcke und Kisten sind voll. Ich muss jetzt erstmal anfangen zu sortieren, ey. Ich habe zu Kisten. Stimmt, klassisch. Wie ging das nochmal? Wie stellt man diese Grabsteine nochmal ein? Keine Ahnung, ich hatte gerade einfach nur irgendwas hier gehabt, wo ich hier drücken konnte. Und dann war ich bei Knowledge of Death und da konnte ich irgendwas
manche können nicht, die anderen weiß ich nicht. Die anderen wollen nicht, die sind zu enttäuscht von allem. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat keiner geschrieben. Cool. Okay. This is my last resort. Der Regen geht mir auf den Sack. Ja, schon so ein bisschen. Und die Bundles sind wirklich nur für Zauberspruch oder was? Welche Bundles? Genau, ich habe so ein Bundle gefunden. Ach so, du meinst in deinen, hier genau, die du in der Seitentasche legen kannst, da Bundle. Ja, da kannst du Grapes Wills reinpacken. Was ist? Gras. Das ist, gehört zu North Left of Dead, glaube ich. Okay. Oh, ich kann auch Sachen reingehen, sehe ich gerade. Alchemist. Shadowwalker. Ich bin gleich wieder da. Ich geh mal kurz gucken, ob ich ein Vieh mit der Rakete töten kann. Bequem da hinten so ein Feuer? Ja. So richtig verzögert. Ja. Ja, ich hatte mal von aus. Und ich glaube, ihr habt das davor auch noch gehört, ne? Nö. Nee. Ich hab nur das Ja gehört. Okay, weil ich hab halt Mikrofon geschluckt, sondern halt das, was sie sagt, ne? Und ich bin hab das Mikrofon halt nicht gesehen. Und hab gedacht, okay, es gibt nur eine Option, wo ausmachen, okay, meine Krieg. Dann hab ich mir mit meiner Community dran gequatscht, ja. Ich stehe im Feuer, huhaha. Alles klar. Auch ein Schaden? Ich hab einen Ring für Feuerresistenz gefunden. Ist das nicht ein bisschen heiß? Also machen wir Hälfte-Hälfte mit seinen Eiten, das finde ich gut. Okay. Schade. Hat er eventuell auch verraten, wie lange das dauert, bis er da ist? Nein, er hat gesagt, er ist gleich da. Gleich weiß ich nicht, was eine Definition von gleich ist. Ich kann es dir nicht sagen. Gleich können 5 Minuten sein, gleich kann aber auch eine halbe Stunde sein. Gleich ist ein dehnbarer Begriff. Richtig. Ich habe einen Potion auf Undead bekommen. Ich glaube, da sind welche suizidal. Essenz auf Undead. Ich glaube auch. Ich habe mich da nur reingestellt, weil es schön warm ist und weil ich feuerresistent bin. Ich nicht.
Deswegen lasse ich das Ganze lieber. Ja, was ist das hier? Wo setze ich mich da die ganze Zeit drauf? Was ist halt das? Oh, so, Alter, kennt ihr das, wenn ihr so einen elendigen Ohrwurm habt und das schon, ich hab das schon seit 2-3 Stunden dasselbe Lied als Ohrwurm, ich kann es nicht mehr. Spiel dasselbe Lied nochmal! Dasselbe ja, genau. Lied nochmal! Dasselbe Lied nochmal! Ja, okay, das ist auch ein guter Ohrwurm. Ob ich verrückt bin? Die Frage stellt sich mir nicht. Es gibt nur einen guten. Wer ist dieser verrückt? Sag es mir. Wer ist es? Ich hab die Schürze um. Ich dreh die Würste rum. Ich bin der Wert und stehe am Grill. Und mit dem Büchen in der Kalle grill ich immer wittet als Fleisch und Wurst grinst alle, was ich will. Ja, das ist auch cool. Ist nicht. Was machen wir jetzt hier? Wir chillen. Disco, keine Ahnung. Disco, Disco, Party. Nee, auf den zwei Kollegen war. Ich bin ja hier nicht alleine rum. Der Junge, der den Termin oben in die Information geschrieben hat. Auf dem war aber der Unfängliche. Ja, genau. Wer den Termin festgelegt hat, der ist nicht da. Okay, okay, okay. Wenn er da ist, ich bin wieder da. Ich verzieh mich. Wir schreiben in Chat. Perfekt, denke ich auch noch eine Runde spazieren. Gucken, ob ich noch irgendwas hinbekomme in der Zeit. Ja. Ich bleib hier sitzen, ich bin faul. Gucken wir mal durchs Dorf. Alle das sofort vorlesen. Ja, das ist komplex. Alarm! Ich hab schon mal überlegt, mir eine Strohfußmatte zu machen, wo drauf steht, und wenn du nicht weißt, warum hier Stroh liegt, dann kannst du gleich wieder gehen. Oh ja, Mann! Das ist voll die gute Idee, Mann! Es gibt ja auch diese Matten, die du bestimmt kannst hier. Und auch Schilder und sowas. Das ist richtig cool. Wenn du nicht weißt, warum hier Stroh liegt, kannst du gleich wieder gehen. Das klingt nach so einem schlechten Facebook-Text, ey. Boah. Wie schon. Ich bin der Erfinder von Facebook-Texten, die schlecht sind. So muss das. Vielleicht sollte ich doch auf eine andere Bank gehen? Ja. Oh, warte mal, genau das Problem. Ich bin nicht willkommen. Leo. Bitte hören Sie auf, bitte hören Sie auf. Wow, bitte. Er ist mein Sohn. Und schon gibt Leute an. Keine Sorge, ich habe auch schon alleine gesessen. Okay, danke. Ich setze mich auch, wenn ich warte darauf, dass Kevin antwortet. Vielleicht sollten Sie zum Arzt. Das klingt sehr ungesund. Ich glaube, Kevin, sein Ping, der klingt gerade ein bisschen. Ja, Mann, Kevin hat nie schlecht Internet. Aber dein Ping ist gerade mal gut, wahrscheinlich. Ach, so. Du hast einen Händler. Jinkst das nicht so? Ey, nicht jinxen, das klingt Unglück. Spasti. Wo bist du? Junge, wo ist Kevin? Ich hab Stimme in meinem Kopf, ich kann ihn nur hören. Nein, nicht der, nicht der. Ah, ich hab ihn. Der verkauft Skeletten-Scout. Legendary Ink. Für Emerald. Verkauft du was Cooles? Wenn nicht, dann bring ihn um. Nicht, dass du nicht wieder dieselbe. Ah,
mich hier! Ich werde geboxt! Dein Internet ist nicht gut. Ich spiele jetzt Tischtennis, oder? Wo kommt er denn jetzt her? Das ist doch nicht schwer. The End? Ey, The Ender. Es ist alles so schwarz. What the fuck, man? Die haben sich, glaube ich, verwandelt. Ja, ganz gut. Geht mir gut. Ich bin geheilt, ja. Immerhin waren sie vom Arzt und nicht der andere. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, er hat irgendwie Magen-Darm-Probleme. Oh, ja, ich weiß, ich habe Leute zum Arzt. Ach so. Genau. Hier, das hier hat einen Magen-Darm. Boah, ich habe eine Mühle. Achso. Ich habe eine Mühle, wir haben meine Windmühle sehen. Eine Bingo. Ich habe auch schon eine. Wow. Seid ehrlich, das ist eine dicke Windmühle. Du interessierst nicht, er hat damit zuerst angegeben. Ich hab's aber zuerst gehabt. Warte mal, das ist egal. Das halt bei euch aus? Wer zuerst damit angibt, der mal zuerst. Ah, okay. So groß ist die. Wer steckt denn hier? Du. Die könnt ihr auch haben, wenn ihr in euer Questmenü geht. Da kriegt ihr die Windmühle geschenkt. Wo komme ich ins Questmenü? Du drückst E und dann hast du oben links Quest neben dein Teams. Und da kannst du quasi bei. Warte, ich hab kurz strampelt. Warte kurz. Jetzt? Genau, da hast du dann links so einen Pfeil, da kannst du draufklicken und da sind die ganzen Kategorien und da sind überall Ausrufezeichen. Und dann kannst du da quasi mit Belohnung. Und bei Bounty Board ist diese Windmühle drin tatsächlich. Ja, danke. Das ist für Stromerzeugung und sowas ganz gut. Da könnt ihr Strom mit erzeugen. Aua! Aua! Aua, schreit der Bauer! Die Äpfel sind so sauer! Junge, wo ist der andere eigentlich jetzt? Ja, der ist doch schon auf dem Server. Ja, klar, dann haben wir das gefangen. Und die alle springen vom Baum oder was? Ich hatte noch zwei Eier. Also, wie Eier hast du denn? Ich bin durch die Höhle gelaufen und da waren 10 Millionen Kisten mit Eiern drin und so. Naja. Boah, ey, du hast schon richtig viele Eier. Ja, aber zwei Stück nicht reichen. Du bist Räusch. Du weißt aber, dass wir ein Ziel treffen, oder? Die Cousine. Ich bin die Cousine. Mein Boot! Mein Stop the Boot! Ich hab das Boot gegessen. Jetzt wurde ein Krieg angezettelt. GG. Jetzt hat niemand anderes. Ich hab noch Raketen, ich kann mitmachen. Mein Boot! Ich hab's nicht mehr. Ich hab die Bomben nicht mitgenommen, scheiße. Ich hab Rakete. Apropos, ich hab eine Bombe, aber dann ist der Spawn weg. Benutzt mal, wir gucken, was es macht. Nein, das macht Aua, glaub mir, das macht einfach nur Aua. Das macht die Essenz auf Undead. Einfach Undead. Ich hab sie in der Hand.
Wer hat mein Boot? Ich nicht. Benutze es, benutze es. Benutze es. Wird schon nichts passen. Oh, sorry. Au! Au! Das war nicht so geplant. Ich wollte dich nicht schlagen. Es tut mir leid. Die hatte etwas mehr Sprengkraft, als ich dachte. So, werden sie alle gestorben? Nur ich und René, oder? Ja. Ja? Wer will die nicht haben? Oder ich warte. Ich hab die nicht getötet. Irgendwelche Freiwillige vor? Hm? Ich war's. Ich hatte nicht gedacht, dass sie so stark ist. Ich hab immer noch mein Boot. Okay, du bist entschuldigt. Ja, oh. Hinter dir. Ja. So, jetzt geht aber noch der nicht schuld, der das Boot hatte, ne? Wer hatte das Boot? Ich nicht. Nee. Ich will mein Boot wieder haben. Jetzt gibt es doch endlich sein Boot. Ich hab's. Sehr gut. Mein Boot. Ja. So wie alle Bilder einfach wechseln, können die immer wieder rein. Ich hab mein Boot wieder dran gemacht. Ich hab noch Zwiebeln bei mir. Du Boot, ja. Das heißt, der Boot. Prügel eine Laterne. Warum? Warum nicht? Schwupp. So, und dann gebe ich euch mal eben kurz. Ah ne, dann könnt ihr auch mein ganzes Grundstück bauen. Stimmt. Haha. Okay. Du weißt, wo mein Kernreaktor reinkommt für meinen Strom. Ich glaube, es hackt. Oh shit, wir haben eine Kernschmelze. Alle mal Sicherheitsradios einnehmen. Was ist mit der Laterne los? Die geht nicht mehr an. Mir auch aufgefallen, keine Ahnung. Sie ist halt schüchtern. Ja, ich muss ein paar Wochen ausklappen. Na jetzt. Nein, warum? Jetzt ist mein Chunk wieder weg, du. Was ist? Du hast mich irgendwie in Dings gesehen. Hä? Die Laterne geht auch nicht mehr an. Hast du die jetzt alle gelockt, dass die keiner mehr an- und ausmachen kann? Ja, man steht auf Feuer. Ja, wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Er ist AFK, würde ich mir überhaupt, der wurde gerade von der Spinne erschlagen. Oder er ist ganz gemütlich looten. Weiß er, dass wir gerade hier warten auf ihn? Bald habe ich alle Federn zusammen. Gott.
Tüdelö. Warum hat das Slash Home einen Cooldown von 30 Minuten gefühlt? Keine Ahnung. Ihre Frage? Also, damit man das nicht abused. Ja, genau hier, ne? Muss ja ehrlich spielen. Du besitzt auch Füße. Junge, wer explodiert hier jetzt schon wieder die ganze Zeit? Ja, ja, meine Füße können auch über Wasser laufen, aber. Holy shit. Jesus. Ich bin Jesus, ja. Guck, ich bin Jesus. Jesus. Oh. Die Jungen müssen angeln. Schwarze Haare, es ist gerade Reaper drauf. Ich war nur angeln gehen, es tut mir leid. Mit Sprengstoff angeln ist verboten. Wer sagt das? Das ist ein Riefwürfel. Muss nur ein paar Nägel holen. Über die Sache wächst gleich Gras, ne? Oh lol! Respekt! Hallo Mann! Hä? Ach, das Eis kaputt gegangen. Das Eis ist, ja, das Eis ist kaputt gegangen. Brücke kaputt, Brücke kaputt, alles kaputt. Nichts kaputt da, Brücke heil. Ich muss Kabinfischen gehen hier. Oh, passt eine Stunde schon drüber. Warum habe ich hier einen Dings? Hallo René. Das gehört dahin. Hallo. Ups. Was? Ja, jetzt ist aber mein Ping wieder gut, oder was? Kann ja wohl nicht sein. Hä? Was ist das? Explosionen! Ich raste gleich aus hier mit meinen Raketen, ja? Junge, das sieht hier aus wie ein Schweizer Käse, Alter. What the fuck? Ich mag Käse. Calvin hat genau dasselbe Problem wie ich gelegentlich. Er hat gerade High Ping, aber sein Urgroßvater. Sein Internet kommt gerade aus der Blechbüchse quasi. Damals, als ich noch ein junger Ping war, Jungs. Damals war alles besser. Tintenfisch. Tintenfisch. Früher mit den guten alten Kupferleitungen. Das Traurige ist, es ist ja nicht nur von früher. Ich höre euch, ich sehe euch, ihr könnt mich aber nicht sehen. Ich wollte gerade sagen, manche haben heute immer noch Kupfer. Ja, ich zum Beispiel. Hallo, ich bin auch dabei. Er cheatet, er cheatet. Hallo. Wie sind das für Schuhe? Lass mich niemals mit Langeweile alleine. Das ist schlecht. Phantome? Phantome? Ja, ich will sie kuscheln. Wo sind sie? Oben in der Luft. Kann mich wer hochschmeißen? Ich hab doch Knockback-Ding nicht mehr. Ich kann nicht mehr schmeißen. Flieg, ich kann dir eine Rakete in den Arsch stellen. Ich bin bereit. Und zack, fliegen sie los. Ah, oh, verdammt, das ist eine feige Fahrtrappe. Soll fliegen, ja? Ja!
Hast du, Glückwunsch! Hast du einen Filter eingestellt? Was? Am Busch? You killed a Raider. Alles klar. Ambush, Hose hoch. Au. Wer war denn das Kabu. Jetzt? Ich habe einen Zombie gespawnt und er hat eine Rakete draufgeschossen. Achso. Wie muss ich den Filter bei der Rakete einstellen? Wenn ich Mob eingebe, geht er dann nur auf aggressive Monster? Mob ist eigentlich Gegner, ja. Also wenn ich jetzt quasi geradeaus zünde, sollte es nicht auf euch... Probier's einfach mal. Dann geht er auf Nick mehr. Na, du kannst ja einstellen, einmal dumm. Also straight. Und dann einfach smart. Ich weiß ja nicht. Smart. Wenn ich jetzt schieße, treffe ich irgendwie, das darf ich nicht passieren. Der Tintenfisch explodiert gleich. Hä? Hey! Ich wollte gerade meine Rakete abdrücken. Das wäre nicht gut gewesen. Alter, wenn das wäre ein One-Hit-Kill für alle. Ich kann mich nicht hinsetzen, ne? Hey, der hat mich gerade. Guys, verteidigt unsere letzte Bastion! Hier, da ist die Quelle. Was ist mit Kelvin los? Darf ich mal eben rübergehen? Wo ist Kelvin, hä? Hat der technische Probleme, hä? Ja, nee, der ist wieder gelaptet, glaube ich. Aber René, du hast schlechteren Ping als er, ne? Also er hat voll einen Empfang. Okay. Er ist aber nicht da. Ich höre Stimmen. Er hatte die ganze Zeit Timeout, er ist schlechter. Ich kann ihn. Ich sehe ihn auf der Minimap, er ist auf dem Weg. Ich habe ihn auch gerade gehört, er ist genervt. Ich sehe ihn nur, also ich höre ihn nicht. Ich hoffe, die ist noch auf Tom. Ja, die ist noch Tom. Genauso wie ich. Yippie. Warum kann ich mich eigentlich nicht hinsetzen? Könnt ihr euch auch nicht hinsetzen? Hinsetzen verboten. Ja. Warum sitzt er? Weil ich kann. Ja, weil er es kann. Er hat die Befugnis. Habe ich die Befugnis, meine Raketen zu benutzen? Nein, deswegen kannst du nicht sitzen. Weil du Raketen benutzt. Das ist gelogen. Doch. Ich vertraue dir meine Grundstücksrechte nicht an. Wenn du hier mal guckst, ist das gerade mein Grundstück hier. Um den Spawn zu protecten. So. Hast du gerade extra absichtlich neu gemacht? Das ist ein bisschen Betrug, jetzt hast du mehr als deine Chunks, die du sonst hast. Ja, nur so für den Zeitraum, wo wir hier alle rumgammeln, weil ich keinen Bock habe, den halben Spawn wieder neu aufzubauen. Ich claim die gleich wieder weg. Welchen Command, Kelvin? Wenn wir kommen. Oh, hallo Kelvin, bist du auch schon da? Ja, Kelvin ist in meiner Leitung gerade, in der Gruppe. Ja, er hat ihm auch schon Ja gesagt, er hat ihm schon was gesagt. Aber er ist neben mir, hallo. Ja, Mann, ich hab dich nicht gesehen. Guten Morgen, René. Dass du blind bist, brauchst du einen Brille oder was? Nee, ich hab da nicht in die Richtung geguckt, daher. Aber René, meine Raketen machen keinen Blockschaden, ne? Nein. Ich wer hat schon den Atomreaktor? Keiner. Ich. hätte ich einen gehabt, dann hätte die da schon eine richtig große verstrahlte Zone gesehen. Okay, das ist der erste, den wir dann rausschmeißen. Ja,
Kelvin, läuft deine Büchse ins Eure? Fehlt so einiges. Wenn irgendwer einen Kernreaktor baue, welchen, sagen wir mal, Teil oder so? Silberfette. Ja, weiß. Wenn irgendwer einen Kernreaktor baut und den vorhat, irgendwann mal in die Luft fliegen zu lassen, würde ich gerne dabei sein. Ich hab. Ja. Also, ich werde einen bauen, aber ich werde nicht in die Luft fliegen lassen. Und wenn es passiert, dann ist es nicht geplant und dann kann ich das nicht ankündigen. Schade. Dann setze ich mich einfach bei dir und guck zu. Wie ist das, wenn die Kühlflüssigkeit sagen wir jetzt nicht so wenig wird, dann, kann man da auch irgendwie irgendwas machen, dass es einen Alarm gibt oder so? Ja, da gibt es Sicherheitsschaltung. Ja. Das ist ja geil. Meine Frau will auch einen Kernreaktor in die Luft legen lassen. Sie wird Chernobyl machen. Miep. So, okay, die Stage gehört dir. Mir. Ja, weil ich sonst immer rede. Ich habe auch schon was gesagt. Jetzt bist du dran. Wir können noch nicht los, ich kann noch nicht sitzen. Ich hab mich bedankt. Ja, ich meine Frau fragt gerade, ob man da seid. Nach den gestrigen Reinfall. Deswegen habe ich mich tatsächlich nicht bedankt. Ich habe mich an an Ben und Brain bedankt. Ja, er denkt aber auch an uns anderen. Das geht auch auf unsere Psyche. Das hat mich mental labil gemacht. Setz mal 9 Stunden einen Root-Server auf. Ja. Das ist deutlich schlimmer. Ja, kann gut sein, ja. Ich bin kurz vor zu der Abbruch. Oh. Ich bin noch 2 Stunden weggelegt. Ja. Sympathisch, das ist ein guter Mittel. Direkt übergegangen. Wie Minecraft. Einmal kurz aufs Bett gedrückt, sofort geschlafen. Zieht aber durch, ne? Natürlich. Ja, hä? Das ist voll der geile Timeskip, ne? Legst dich einfach schlafen, wachst zu einer anderen Uhrzeit wieder auf. Zack. Ja. Luxus, ja. Kann man das auch für die Arbeitszeit machen, um die zu überspringen? Das wäre cool, Mann. Kannst du. Einfach nur fürs Wachsende des Monats aufpassen, einfach Geld auf dem Konto. Oh, mein Stackable Books. Stehen hier irgendwo Bücher? Ja. Ja. Nee, ich will's nicht googeln. Ich würde es lustiger finden, wenn sie das in ihrer Basis machen, anstatt in einer. Mining Dimension. Dann kann hier aber auch keiner mehr sitzen. Kann man Atombomben bauen? Nein. Okay. Doch, es gibt bestimmt einen Mod, wo du Atombomben mitbauen kannst. Ja, gibt es einen Nuke? Ich weiß gar nicht, wie gerade drei, vier Leute auf einmal nein gesagt haben, ne? Es geht! Okay. Nein! Aber ich will von Beneful, die Bombe, die er vorhin geschmissen hat und mich damit weggeschnitten hat. Habe ich auch gerade gesehen. Die haben sie in der Kiste gefunden. Das sind diese komischen, runden Bomben. Ja. Wälder-like Bomben. Weiß ich nicht. Meiner zu wissen, dann gehe ich da ja erstmal ein bisschen hoch. Ich hätte auch noch einen schönen Tag, um 22 Uhr. Und dafür habe ich den Fassus runtergewartet. Das ist halt echt so. Ja, du hast doch heute Morgen Ankündigungen gemacht. Ich dachte, du hast jetzt eine Stunde Rede vorbereitet. Ja, mach's. Ich erzähle euch aus meinen Memoiren. Ach du Scheiße, sehr gut, bis später. Bye, have a great time. Ja, cooles Geschehen, ne? Das war jetzt nicht unterwältigend. Ich hab beide gedacht, dass das nicht mehr. Nö, ich hab damit gerechnet, dass das so lange dauert. Wäre geil, wäre für die, deswegen wird der Lüttige Pups. Aber
es kann sein, dass wenn jetzt wieder alle wegrennen, dass der Server wieder am ruckeln ist. Ja, also bei Kevin ruckelt es jetzt schon, wenn er mal guckt. Also bei Kevin darf der schon rein. Zurückkommen? Komm mal nochmal zurück. Ja, das kann bei Kevin ein bisschen dauern. Ich glaube, dein Internet sagt nein. Komm mal bitte nochmal zurück. Ja, er ist doch schon dabei, der Arme. Vielleicht steht auch ein Kevin Zock left in the game. Wieso alle zurück? Wir sind doch noch gar nicht weg. Ich glaube, ein paar sind schon gegangen, oder nicht? Nein, Kevin Zock ist gerade auf dem Weg, aber er wollte wieder zurück, aber sein Internet ist gerade, glaube ich, wieder am Paxen machen. Er ist ziemlich laggy. Ja, es ging ja auch, im Endeffekt ging es nur darum, dass dass der Server irgendwie noch nicht so stabil läuft, wie er könnte. Hallo. Und dass es halt deswegen alles noch ein bisschen ruckeln kann. Also der Server ist noch ein Work in Progress. Wir werden da nochmal reinschauen. Weil momentan ist es euch wahrscheinlich aufgefallen, dass es etwas laggy ist, wenn alle weit auseinander sind. Aber wir werden uns da nochmal dran setzen und das nochmal angucken. Okay. Haben das alle verstanden? Also es kommt noch Work in Progress. Heute noch ein bisschen laggy. Wir werden das später nochmal angucken. Okay. Okay, cool. Mehr wollte ich gar nicht. Supi. Jetzt dürft ihr ausrasten, bis der Server abschmiert. Okay. Ja. Wer war das jetzt? Wer war das denn jetzt? Ich muss hier weg. Bye, ich bin immer weg. Tschüss. Den kann man nicht benutzen. Show. Und während ich gewartet habe, habe ich da einen Haufen Federn gefunden. Und die könnte man doch jetzt mal schön einsetzen. Also drei Federn. Was wollte ich jetzt zum Mob grinden? Noch ein breiter Update. Wieso importiert er nicht? Oh, meine Fresse.
Okay, das erklärt es. Was wollte ich jetzt? French. Wo habe ich die denn? Oh Gott, wer hat mich erschrocken? Tut mir leid, wollte ich nicht erschrecken. Wo bist du? Weiß ich nicht. Ich war gerade am Sneaken hier, ich war auf Durchreise. Gott. Emerald-Mannschaft, hm? Ja, aber die... Du hast Ahnung von den ganzen Mods, kann das sein? Ja, so vom Großteil. Also von den Basics. Oh. Also der... Gar keine Ahnung. Was ist das denn? Der Ritualie oder was? Damit kannst du Seeds herstellen, um... mit Mystical Agriculture loszulegen. Hier drunter ist ein Pylon, der erntet das automatisch ab. Also ich brauche hier nichts machen und der füllt die Barrel auf. Okay. Das ist cool. Das ist ja richtig geil. Das funktioniert mit allem, was kein Baum ist. Cool. Also von dir kann ich doch ein bisschen lernen, oder? Ja, komm mal mit. Ich bin gerade am Schlachthaus bauen. Ja, das ist eine Mob-Farm. Jawohl, das ist ja geil da hinten. Siehst du diesen lila Boden? Ja. Das ist vom Mob-Grinder. Oh. Da können nur böse Mobs drauf spawnen. Das gleiche gibt's auch noch für Lieb und... Dann kannst du da am Ende einfach so ein Slaughterhouse bauen und der schnetzelt die dann alle weg und du kriegst einen Haufen Ressourcen. Ja, genau. Ja, es geht. Ich habe jetzt gerade mal die Mob-Farm und ein Inventory-System gebaut. Nee. Ja, genau, und Essenzen. Also hier, XP. Ja, nicht die gedroppt werden, sondern da oben ist Erfahrung drin. Ein Bucket. Bis jetzt. Das ist ja geil. Also quasi wie von einem Ofen. Ups. Was hat denn die Chestplate jetzt gemacht? Die zieht dir automatisch Erfahrung ab, damit du da. Das halt storen kannst, wenn du willst. Und so kannst du halt, wenn du Mending hast, einfach die Dusche anmachen und deine Sachen reparieren. Das ist aber sowas von geil. Also da muss ich ehrlich sagen, da hoffe ich, dass du ab und zu dann mal online bist, wenn ich gerade online bin. Mensch, lass mal, ich will meine XP gerade loswerden. Achso. dass du denn wirklich, dass ich dann mal beachte, ob du online bist, weil unsere Plots sind ja so weit entfernt. Da ich dann vielleicht ab und zu mal vorbeigucke so, und ich dann vielleicht da mal ein bisschen zutexte und gucke mal, ob du mir da ein bisschen helfen kannst. Und ich habe mit Modfacts kenne ich mich ja leider gar nicht aus. Ja, gerne. Also einfach, wenn ich on bin, ich bin eigentlich immer so ab 18 Uhr online. Hm. Und dann einfach nachfragen. Also alles, was Technik ist, kann ich helfen. Alles, was Magie ist, kann ich eher weniger helfen. Achso, das bekommst du, wenn du einen Trader killst, als Questbelohnung. E drücken, also Inventar, und dann oben links gibt es so ein Buch neben dem Teams. Und da hast du einen Haufen Quests drin. Und überall, wo ein Ausrufezeichen ist, hast du eine Quest, die du... abgeben kannst und dann kannst du dir da Belohnung und Erfahrung holen. Genau, und
Links ist so ein Pfeil nach rechts. Da musst du einmal und dann, das sind alle Quests, die du haben, die es gibt. Und die führen. Okay, das ist geil. Genau, und die führen dich auch durchs System durch. Aber das ist halt ein bisschen ärgerlich, dass das alles auf Englisch ist, ne? Ja. Englisch ist nicht so gut. Ach so, ja, nee, das geht eigentlich. Und sonst, Was ist ein Common Reward jetzt im Prinzip jetzt? Das ist einfach nur so ein Basic, Ach, was ich öffnen kann und da kommt was raus. Genau, das ist so eine Basic-Belohnung. Also nix Besonderes. Es gibt auch legendäre Sachen. Da kriegst du dann so ein, keine Ahnung, ein Schwert mit 100 Damage oder sowas. Ja, okay. Oh, hier kriege ich mir ein paar Sachen. Das ist cool, ja. Da bin ich dann wirklich mal allein schon für das sehr dankbar. Jo, kein Problem. Eine Fackel bekommen. Ja, und sonst, was ich empfehlen kann, ist, kennst du die Mod Easy Villager? Okay, hier hast du mal zwei Villager. Die kannst du, wenn du Shift, also sneakst und Rechtsklick drückst, kannst du einen Villager aufnehmen. Das ist ja cool. Und dann kannst du dich. Und mit, wenn du die in der Hand hast und Rechtsklick drückst, kannst du die spawnen. Ja. Oder du baust halt so einen Trading Outpost. Also, und du kannst damit hier drauf mit dem traden oder wie? Ja, genau. Shift und Rechtsklick. Achso, ich kann hier nicht beziehen. Na gut, dann muss ich gleich mal testen. Ja. Super, also, bedanke ich mich schon mal. Ja, bitte, bitte. Viel Erfolg. Ja, kein Stress. Also kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du Fragen hast oder einfach in den Chat schreiben. Oh, supi. Dann. Tülü. Jo, tülü. Eine Frage habe ich noch, was mal der? Der? Das ist der wichtigste Händler überhaupt. Bei dem kannst du mit Emeralds alles, was Pflanzen sind, kaufen. Also zum Beispiel, wenn du Dark Oak Saplings brauchst, kannst du die hier kaufen. Oder Spruce. Oder Wither Roses. Oder, also Wither Rosen. Ah, das ist super, okay. Na gut, dann. Wünsche ich dir einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Ich sehe dich sowieso nochmal, weil ich gehe noch ein bisschen auf Erkundung, probiere nicht zu sterben und irgendwas zu sammeln. Jo, viel Erfolg. Jo, danke dir. Tschüss. Tschüss. Darf ich den Racer benutzen? Was? Darf ich mir hier auf den Racer locken? Ja, ja, klar. Mach ruhig. Supi. Hallo. Tschö. Hey, da muss ich wirklich sagen, wir alle sympathisch, die hier kennen. Ja. So. Ich glaube, ich baue mal eine Redstone Lamp. Um. Wie heißt das gleich? Ey. Ach Gott, dass der da oben immer automatisch reingeht. Reicht das aus? Ja, okay.
Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt werde ich schon in Messages angeschrieben, ob ich... Ja, alles gut, ne? Also zwei Sachen. Was ist es, dass englischsprachige Leute so viele Streamer aus anderen Nationen anschreiben, um irgendwas zu verkaufen? Und die zweite Sache ist, was ist es, warum kommen einfach random Leute in den Stream rein und schreiben halt's Maul und... Ja, das war auch irritierend. Okay, dann sind wir einer Meinung.